Gibt es jetzt noch Geschenke, Schatz? Gibt es noch Geschenke? Bei deiner. Ja, ich glaube schon. Hast du schon was von der Mama bekommen, der Mama ihrem Christkind? Nee. Nee. Also muss es ja jetzt. Vielleicht gibt es da noch was. Die Mama hat gesagt, für mich gibt es auch was. Hat die gestern nicht mitgebracht. Ja, warum nicht? Weil es so groß ist und ich glaube, ich kriege ein neues Auto. Okay, Mama, vergiss es. Ich glaube das nicht. Sie hat gesagt, die hat es nicht in den Kofferraum bekommen. Kann es nur ein Auto sein. Die haben mit meinem Papa schön gefrühstückt heute Morgen, nachdem der ausgeschlafen hatte. Und dann haben wir bei Dennis Eltern Mittag gegessen, haben mit seinem Neffen gespielt und fahren jetzt runter zu meiner Mama. Eigentlich wollten wir Schlittschuh fahren gehen. Ja, aber zu spät dafür jetzt. Ja, es regnet auch. Ne? Ich weiß nicht, ob das so... nicht so dolle. Ein bisschen spät ist geworden, ja. Weil wir noch schön ein fettes Stück Frankfurter Kranz gegessen haben. Ja gut, wir sind aber auch ein bisschen später dahin. Ja. Wir sind auch, wir sind eigentlich früh aufgestanden. Wir sind früh aufgestanden. Wir hatten aber einen lieben Gast, der ein bisschen länger gerne schläft. Was ja nicht schlimm ist. Ja. Darf man das sagen? Ja, klar. Ist ja nicht schlimm, ne? Papa, oder? Dafür war es ein schöner Morgen. Ein schöner erster Weihnachtsfeiertagsmorgen. Hallo. Guten Tag. Der ist aber schön. Oh, schön. Der ist ja besprüht. Ja, der war eigentlich noch viel, viel schwer mit Sprüh. Aber wenn der Ganze getrocknet ist, wird immer weniger geworden. Oh, der ist aber richtig schön. Ja. Ne? Das ist schön mit dem. Wir sind ein bisschen spät, ne? Ehrlich? Ach was? Aber wir wollen keinen Kuchen, weil wir haben keinen Kuchen. Nee. Ja, wir haben bei meinen Eltern noch zum Nachtisch ein Stück. Ich hab's gedacht, ich hab einen Plätzchenteller und. Oh ja, komm, das reicht ja. Ein Tasse Kaffee, ein Plätzchen Sekt können wir haben. Genau. Das oder reicht ein Likörchen. Ja. Das ist gewusst. Wir fangen. Aber erstmal ein Plätzchen Sekt trinken. Ja. Der Sascha hat schon gelebt hier. Ich hätte noch irgendwie. Welche? Guck doch mal. Da muss es ja groß sein. Ja, dein muss groß sein. Ein kleines Kind. Da steht ja überhaupt dein Name drauf. Ja, such mal. Auf der anderen Seite. Also, ich hab. Mary heißt du doch nicht, oder? Also, was überlegst du? Was guckst du denn da noch? Mary. Merry Christmas. So heißt du doch überhaupt gar nicht. Ja. Wem ist das Geschenk hier? Wem? Danke. Steht da Wem? Nee, da steht Mary. Aber Mary heiße ich ja nicht. Guck mal. Guck mal, ob der Mary ist. Ja, da hast du Mary als Zweitname. Das wüsste ich aber. Ja, aber du weißt. Schneid dir noch den Finger ein. Ich hab Finger trocken. Schatzi, was machst du da? Ich weiß nicht, wo das ist. Mach dir doch einfach dein Auto. In ein Auto zu steigen wäre einfacher. Ja. Schatzi, mach doch da hinten einfach. Also, du bist ja echt schon geklebt. Was? Da hinten kannst du doch aufmachen. Reicht, wenn eine Seite das aufmacht. Das ist zugeklebt. Ja, dann geh doch einmal hier oben lang. Nein. Wie öffnet ein Paket? Tut der Kaffee noch kalt am Abend, Dennis? Also, jetzt wird der Dennis. Der erst motzt er mich an und dann wird er noch bemitleidet. Ja, Junge. Mhm, cool. So. Schokolade, ne? Ist ja süß. Da kann man essen direkt und dann die Süßigkeiten. Papierchen in die Schublade reinmachen. Ich dachte, wir müssen noch aufbauen. Cool. Vielen Dank. Hm. So, Herr Dennis, dann gehen Sie mal schauen, bitteschön. Also schreiben da steht der Dennis drauf. Wir die alles machen. Da steht auch Dennis drauf. Aber dick und fest steht der Dennis drauf. Ja.
Das war eine Verpackung. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Der ist leer. Ja, wo ist das Ding denn? Ja, guck. Sechs und fünf. Wo ist das denn? Quatsch. War da. Ist leer. Wie, es war da? Hast du schon aufgehabt? Ja, muss denn hin? Hast du es dir angeguckt? Ganz kurz, oder mit da reingesteckt. Ja. Nee, ist weg. Nee. Leute, was war es denn? Nee. Dennis ist gerade da. Jetzt mach ich was. Komm. Von Apple. Nein. Cool, danke schön. Julia war schon sicher. Oh, cool. Doch, stimmt. Ne? Ich hab gefragt, ob du den Namen richtig und den Namen richtig geschrieben hast. Der Snowboard-Bille. Mhm. Bitte dann deine Kuli auch sehen kannst. Yeah! Lieber Gott! Die ist cool, oder? Ah, nur Bändchen noch ein bisschen enger machen, ne? Ja, geil, danke schön. Ja, vielen ja. Dank. Schatz, was ist das denn? Das ist das. Alles aus. Vielleicht platzt der Raum hier. Das sieht aus wie eine richtige warme Winterwolldecke. Das sieht aus wie. Guck mal hier, wie wenn du so. Nee, das ist so ein bisschen wie, wenn du so Brötchen im. Was ist das? So aus der Dose ja, so genau. aufmachst. Dann kommt die auch so rausgequollen. Geil. Ach so, das sieht dann lustig aus. Noch eine schwangere Frau ohne Kopf. Das ist ein Nackenkissen, Schatz. Nee, das ist ein Rückenkissen. Für ein Autofahrt. Nackenkissen. Für ein Flugzeug. Geil. Nee, das ist für im Bett und auf der Couch so. Genau. Hallo. Aber man könnte auch gut als Stütze, wenn man Freunde hat, die ein Baby haben, kann das sich hier reinsetzen. Ja, ja, genau. Das ist nicht schlecht, dann hält es auch besser, gell? Sisi! Da schießt er die Schnauze. Oh, ist so schön. Du bist ein Pferd so von allein. Hab ich schon gesehen. Meint er, dass er ihn schon gesehen hat? Ich hab ihn schon. Deine Mutter zusammen, ne? Ja. Nee, mit der Julia zusammen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir den schon zusammen mein geguckt Gott. Haben. Das wird dann. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt gucken. Es gab Geschenke und die zeige ich euch jetzt. Erstmal gab es diesen wahnsinnig coolen Ständer, Stativ für die Kamera. Saugeil. Richtig professionell. Hier oben mit Wasserwaage und allen möglichen Einstellungsmöglichkeiten. Da schraube ich jetzt die Kamera drauf. So. Oh. So, Freunde des guten Videogeschmacks. Jetzt gibt's mein Geschenke-Haul. Womit fange ich denn an? Was interessiert euch denn? Ah, das darf ich schon nicht zeigen. Das haben Dennis und ich geschenkt bekommen. Bilder von der Einschulung von Dennis' Neffen. Dazu gibt es auch noch einen Vlog. Den könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Den verlinke ich nochmal unten in der Infobox. Und da sind die Bilder von ihm drin. Vielen Dank schon mal an Dennis' Schwester dafür. Dann fallen hier die Kugeln vom Baum. Oh Mann, ey. Was ist denn jetzt passiert? Hier fallen die Kugeln vom Baum. Kann ich nicht arbeiten. Habe ich einen Stiefel bekommen von meinem Patenonkel. Gefüllt mit Schnappes. Cool ist die eingestellte ja. Kamera, gell? Bild, magst du dich zu mir setzen oder machst du? Von Dennis gab es das Stativ und einen kleinen Schrittzähler. Der ist von Chibo, ne? Stimmt, Chibo drauf. Der ist super, den muss ich noch einstellen. Den gab es von meiner Mama. Ein kleiner, wie heißt das denn? Ein kleiner Tisch. Einfach, oder? Ja. Der ist
sau cool, der hat hier eine Schublade. Für ins Bett. Für ins Bett. Und den kann man hier höher stellen. Da kann ich im Bett liegen, kann meine Videos bearbeiten oder essen oder. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, geil ist das. Passend dazu habe ich dieses geile Kissen hier. Was ist das? Mit Flügeln. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Ich finde das auch bei Amazon, wenn euch das interessiert. Das ist so ein Sitzkissen für im Bett zu sitzen oder auf der Couch. Oder legt das einfach hinter euch. Und dann könnt ihr euch so reinsetzen und habt eine schöne Rückenlehne. Und dann muss nur noch der Tisch hier vorne hin und ein Becher Nachtisch auf den Tisch und vorne der Fernseher an und dann bin ich glücklich. Das Einzige, was fehlt, ist der Becher Nachtisch und der Fernseher. Ja. Auf jeden Fall ist das sau hübsch. Alternativ kann man auch ein Baby dazwischen setzen. Haben wir aber auch nicht. Zufällig gerade nicht zur Hand. Hier ist der Lautsprecher. Das meint, ja. Habe ich von Dennis. Kannst du mal auspacken, kann man den mal ausprobieren. Ja. Ich habe das nicht aufgekriegt. Komm, ich mach den, hol meine Schirme. Ein Lautsprecher, okay. Dann probieren wir den mal aus. Ne? Von Dennis Eltern bekommen, den Lautsprecher. Und ich habe mir große Tassen gewünscht. Die sind richtig hübsch. Die gefallen, ja, die gefallen mir richtig gut. Ja. Die gefällt mir auch sehr gut. Waren das die, ich, die du dir ausgesucht hast? Die fand ich schon immer schön, die Lieblingstasse, aber die habe ich noch nie gesehen im Depot oder nee. So. Die finde ich auch. Die standen aber alle im Depot. Ja? Ja. Die finde ich auch richtig. War mir sicher, dass du auch die, die jetzt, favorisiert das hast. Das kann sein, dass mir die jetzt auch mehr. Ja. Aber so im Nachhinein hätte ich das nicht mehr gewusst. Die finde ich aber sehr cool. Die kannte ich aber. Also das wusste ich, dass es die da gab. Das ist echt schön. Und dann, was gab es noch? Von meinem Bruder habe ich eine Weihnachts-CD bekommen. Der kennt halt auch meinen schlechten Musikgeschmack. Nee, der hat keine schlechte CD ausgesucht, aber mein Musikgeschmack ist auch mal speziell zwischendurch. Ihr kannst an den Laptop anstiefeln. Und von meiner Tante, The Bodyguard, das Musical, die CD dazu. Muss ich mir mal anhören, die habe ich schon nicht aufgehört. Von meiner Mama noch, boah, noch dazu, gell? Ein Gutschein bei einer, was ist es denn, einem Drogeriemarkt. Parfüm- und Kosmetikstudio für ein Tages-Make-up. Da war ich an meinem Geburtstag auch. Ah, das könnt ihr auch noch sehen. Da habe ich nämlich auch einen Vlog drüber gedreht. Verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Und ein Reiskocher von meinem Papa. Und dazu gibt es hier so ein paar. Ein bisschen Reis und... Ah, das ist noch von meiner Cousine. Teller. Und das noch bekommen. Oh, und ein Überraschungsei. Und eins muss ich gestehen. Ja, weil meine Patentante Cookie Vlogs auch und vielleicht wird sie sich jetzt wundern, warum ich ihr Geschenk nicht zeige. Ehrlich gesagt, habe ich es bei meinem Onkel vergessen, oh wo wir mein gestern Gott. Gefeiert haben. Aber ich habe es heute Morgen schon besucht, weil es so schön war und da war so eine schöne Kugel drin, so eine Christbaumkugel, da stand sogar mein Name hinten drauf und ein Spruch vorne drauf und es ist ein ganz toller Saunagutschein für uns beide. Und es war ein Handtuch dabei und eine handgemachte Tasche. Und es war sehr schön, aber leider steht es bei meinem Onkel. Scheiße, ne? Aber ich muss es gestehen, weil wenn sie den Vlog jetzt guckt, dann denkt sie vielleicht, warum zeige ich ihr Geschenk nicht? Es ist nicht hier, aber ich werde es noch holen, die Tage. Ja. Es tut mir leid. Okay, und ein Ü-Ei. Was gab es noch? Ah, der Papa hat uns doch noch... Der Papa
Papa hat uns allen geschenkt, seinen Kindern, Dennis und sich selber, Karten für Alice Hoffmann. Alice, heißt das? Alice? Alice Hoffmann. Ich wusste auch erst ehrlich gesagt nicht, wer es ist. Ich musste es mir erklären lassen. Und zwar ist die hier in der Nähe, hat den Auftritt. Das ist die, die Frau, die mitspielt bei Heinz Becker. Genau. Ah, ja. Die spielt die, wie heißt die da? Hilde? Ja. Hilde, gell? Genau. Heißt die. Genau, und die tritt hier in der Nähe auf. Und das fahren wir im Januar gucken zusammen. Das ist auch sehr cool. Das war noch vom Papa gewesen. Oh ja, ich dachte ja so, du wolltest Fleisch geschenkt. Wahnsinn, ey. Ich muss erstmal die Brotte bei so einem Fleisch geschenkt. Willst du mal deine Geschenke noch zeigen? Ich esse das Ü-Ei in der Zeit. Okay. Ich habe eine Skibrille bekommen. Für unseren kleinen Winterausflug im Januar oder Februar. Dann habe ich einen Gutschein bekommen vom Saturn. Naja gut, den muss man nicht unbedingt zeigen. ein Parfüm. Hot Water. Hot Water? Das habe ich von dir bekommen, Schatz, ja? Nee. Ja, ich weiß. Nicht von deinen Eltern? Ja. Und was habe ich denn noch bekommen? Hier, Karten. Ja, das sind die... Ja, das habe ich von dir bekommen. Schatz. Das hast du von mir bekommen. Genau, das ist das richtige Geschenk von dir, gell? Mhm. Obwohl hier Hort draufsteht, das halt auch von dir kommen kann. Ja, frisst toll, gehen wir gucken. Mhm. Wir beide. In Trier. Oder wer will noch mitkommen? Will jemand anders vielleicht? Ey. Bitte einen Kommentar. Ach so, weil du denkst, es ist ja dein Geschenk. Ja, du kannst ja aussuchen, wenn du mitnimmst. Ja. Stimmt. Bitte mal einen Kommentar hinterlassen, wer mit möchte. Ein Kugelschreiber von Lamy mit meinem Namen drauf. Für wichtige Dokumente. Und? Ach ja, die Brille. Und ja, die Skibrille, beziehungsweise zum Snowboarden. Mhm. Das war's leider schon. Oh, so, du bist halt nicht so lieb wie ich. Erstmal die Kurse, weil ich meine ich erst mein Ü-Ei zu Ende. Kam gerade eben auch wieder von der Mama zurück. Da waren wir den ganzen Nachmittag noch. War ein sehr schöner Nachmittag. Ein sehr schöner Tag heute. Und jetzt legen wir uns auf die Couch und gucken einen Film. Ich glaube, wir haben nämlich die ganze Weihnachten schon irgendwelche Sachen aufgenommen. Vielleicht ist da schon was dabei, was uns gefällt. Hier ist übrigens irgend so ein Vieh in meinem Ü-Ei. Ein Nilpferd. Das ist kein Vieh, das ist ein Tier. Das ist ein Nilpferd. Was soll mir das sagen? Willst du ein Stück Ü-Ei? Mhm, oh, machst du keine Kinderschokolade, ist so lecker.